Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dyson's Hair Program. Ihr seht, hier ist schon mal gelbes Materium, grün, lila. Aber sie haben keine Energie. Es hat verschiedene Gründe. Und zwar, ich habe das abgerissen, so dass wir das neu machen. Ich habe gedacht, dann nehme ich euch mit. Denn, ja, ich habe gedacht, vielleicht fällt euch dann wieder was auf. Diese Folge ist ohne die Mods, weil ich das hier jetzt kurz so machen wollte. Ah, ein, zwei drüber. Also ich habe jetzt überlegt, alles drei Reihen mal zu machen. Alles dreirich. Und deswegen habe ich die ersten abgerissen. So, die erste Reihe gelb ist gesetzt. Hier drüben ist auch noch mal blau und rot. Okay, so hin. Kriege ich das hin vielleicht? Nee. Dann alles per Handarbeit. So. Nichts weit wegsetzen davon, so dass wir genügend hinsetzen können. Dann machen wir hier direkt weiter. Ich habe hier das Hauptding abgerissen, heißt, ich muss hier noch mal das Ganze löschen. So, dann geht es hier nämlich weiter. Ja, aber ich habe die ganzen Lilanen gesetzt und dann habe ich mir gedacht, so, puh, das ist schon ein großer Aufwand. Dann mache ich es lieber anders und reiß alles ab. Hab die ganzen Ressourcen rausgemacht, weil alles war voll mit Lens. Und ich wollte es dann jetzt nicht wegschmeißen. Deswegen habe ich, ihr seht schon hier und da, jetzt haben wir auf beiden Seiten interstellare Logistiksysteme. So, hier haben wir auch noch mal Rot. Dann machen wir so weiter. Immer diese Verbindung. Eins weiter runter. So. So. Das wird wieder sehr viele Kosten verursachen, aber wir haben ja alles da von den vorigen. Wir bauen aber insgesamt mehr. Heißt, das läuft dann noch mal ein bisschen anders. Ich habe das hier den interstellaren Port auch versetzt, so dass es da jetzt auch besser funktioniert. Weil der war im Weg davor. Und da durch den neuen Trick funktioniert es noch besser, indem ich die Wanes weggemacht habe. Das habe ich schon mal in Vorarbeit gemacht. Das kann ich euch gleich zeigen. Hier. Hier und es war's. Dann nochmal dreimal rot hinsetzen. Eins, zwei,
Ich zähle jetzt nicht alle mit. Da steht die dritte Reihe rot, dann kommt noch blau, grün, lila und gelb haben wir schon. Und dann müssen wir noch alle Materialien hierher liefern lassen. Deswegen habe ich auch nochmal die zweite Logistikreihe, interstellare Logistikreihe hingesetzt. Weil hier sind aktuell nur Lens drin. Ist noch nicht alles voll, aber der Großteil. So, dann jetzt noch blau. Dann müssen wir alles bauen. So, passt. Funktioniert das so? Nein. Schade. Noch mal ein zweiter weg. Dann können wir schauen, wie viel wir produzieren von allem. Und dann sehen wir schnell weiter, ob das reicht oder nicht reicht. Tada. Es kann sein, dass es mit dem Mod besser funktionieren würde. Muss ich ausprobieren. Ich muss den Mod aber erstmal richtig verstehen. Da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Aber das werde ich offscreen machen. Außer Obi-Wan. Obi-Wan hat wieder ein paar Tipps für mich. Wie der ganze Mod gescheit funktioniert. Aber es kann auch sein, dass ich es in der nächsten Folge dann besser verstehe, dass ich es bis dahin dann ausprobiere. Ja, zu nah, zu nah, so. Ja, das wird im Weg sein. Heißt, das müssen wir dann wegmachen. Das wird kritisch, ob das im Weg ist oder nicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, das wird im Weg sein. Ich sehe es jetzt schon. Jep, das ist im Weg. Dann mache ich das am besten direkt weg. Damit ich die restlichen noch setzen kann. Oh, Drohnen. Ich muss Drohnen liefern lassen, das sehe ich jetzt schon. Ich lasse mal 4000 kurz liefern. Dann gehen wir wieder in den Blueprint, machen hier weiter. So. Aber wenn ich jetzt schon fast keine Drohnen mehr habe, dann wird das leer laufen. Und das wollen wir nicht. Deswegen lassen wir jetzt einfach kurz die Drohnen liefern. Holen dann unseren ganzen Stuff ab. Und können dann weitermachen. Denn die Drohnen sind unter anderem leer, da ich hier das Ganze gesetzt habe. Oh, da kommt schon die Drohnen. 4000 sollte reichen. Ich guck mal kurz in der Kiste, was ich da alles drin habe, weil ich habe die hier hingesetzt. Hier habe ich nichts Wichtiges drin. Und hier jetzt auch nicht. 5300. Habe ich überhaupt so viele dabei? Nee.
3300. Heißt, ich setze es hoch. Dann brauche ich noch 4000 hiervon. Heißt, wir lassen das erstmal bauen. Beziehungsweise nein. Wir können das raustun. Die raus. Dann können wir... Wir brauchen 4000, 5000. Lassen wir nochmal liefern. Ja, komm. Wir warten kurz, bis alles da ist. Und dann machen wir weiter. So, die sind schon mal da. 700, ich hätte keine 4000 gebraucht. Okay, ich wollte unsere Lager wieder auffüllen. Tue ich hier ein bisschen was rein, so dass ich 700 mitnehmen kann. 787 reicht. Storage. 5000. Und Rest machen wir mit dem voll. So. Dann laufen wir erstmal überall durch. Lassen alles bauen. Sieht nach dem Plan aus. Es kann sein, dass wir zu viele planetare Logistiksysteme haben. Entschuldigung, ich musste kurz niesen. Ab und zu muss mal ein Nieser raus. Ja, wenn das Ganze hier dann funktioniert und die Drohnen überall gesetzt sind, wir dann überall alles herholen. Lassen wir mal weiterlaufen. Sieht nach dem Plan aus. Ja, sieht gar nicht schlecht aus für den Anfang. Und dann haben wir hier schon mal alles für White Matrix ready. Sobald, ja, dann haben wir halt schon mal alle gesetzt und dann müssen wir alles liefern lassen und dann sehen wir die Differenz und können dann weiter gucken. Ja, ich würde sagen, es läuft. Wir kommen voran mit unserer Planung. Also Strom haben wir auch schon mal wieder. Dann wird grünes Materium weiter produziert. Das Gute ist, was ich gesehen habe beim Green Matrix. Wir haben so viel, dass wir eigentlich hier auf dem Planeten Space Warper genug haben. Bei diesen voll die Lager. Also ich habe vergessen, es zu rauszuschicken, aber es sieht nicht so aus. So, 4000. Das ist jetzt immer noch kurz beschäftigt. Das werde ich dann aber offscreen fertigstellen. Ich wollte einfach mit euch das, diesen Schritt hier schon mal machen. Und dann, wenn alles befüllt ist und die Ressourcen herkommen, dann können wir weitermachen. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen wichtigen Schritt gemacht.
Wir haben von viel zu viel Green Matrix das abgeändert zu alle verschiedenen Matrix. Und so kommen wir besser voran. So, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dyson Sphere Program wieder. Wir hören mit dem Speichern auf. Lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abonnement da. Ich freue mich sehr darüber. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dyson Sphere Program wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.